Hallo meine Lieben, willkommen zu einem nächsten Tutorial. Hallo my dear friends and welcome to a new tutorial. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt mal ein Kätzchen in schwarz-weiß auf hellgrauem Pastellmatt. Da braucht ihr euch dann nicht um die Farben scheren und habt keine Probleme damit, die rauszusuchen. Ihr nehmt alles nur Grautöne, schwarz und weiß. Und damit werden wir heute das Kätzchen machen. I've chosen a kitten, and we draw it in black and white on light gray pastel mat, and so you don't have any problems with to find the right color, because we chose black and gray and light gray, and there we make the cat. Ja, dann starten wir jetzt erstmal. Ich habe ein bisschen die Außenlinien verstärkt. Dann macht die Outer Lines a little bit stronger. Ihr seht jetzt auch das Katzenbild daneben, damit ihr das auch gleich mitverfolgen könnt. Und ich fange jetzt mal mit Grau noch etwas an, noch ein paar Linien zu verstärken. Das ist jetzt ein Graphitgrau von Derwent. Das ist ein Graphitgrau von Down. So, da in der Ecke machen wir das jetzt schon mal dunkel. Ich glaube, wir nehmen mal ein Schwämmchen. I chose better the makeup egg. Easier. Das ist jetzt so ein dunkles Grau vom Panpastel. That's a grey tone vom Panpastel. Matt, Pastel, Panpastel, so. Und den Rest können wir quasi dann für die andere Seite nehmen. So, und da ist jetzt nicht mehr viel drauf. Und das nehmen wir dann jetzt noch da für den Rest. Kurz gucken, wo die Linien da aufhören. Muss ich einmal kurz schräg halten, sonst sehe ich es nicht.
Also welches Papier sich auch sehr gut für so Schwarz-Weiß-Zeichnungen eignet. Ich denke mal, da mache ich euch bestimmt auch nochmal so ein hübsches Tutorial drauf. Ist das braune Papier. Also da habe ich, glaube ich, ganz gute Ergebnisse mit erzielt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Löwen kennt oder den Wolf. Habe ich mal da drauf gemacht. Also die sind wirklich toll geworden. War ich auch ganz begeistert von dem Papier, von der Farbe her. The brown bustle mat is always good for black and white drawings. Also hier müsst ihr nicht ganz so genau sein auf der Seite, ihr seht das ja. Da tut ihr einfach die Linie wieder verblenden und lasst sie halt so ein bisschen unscharf stehen. Und deutet halt das Muster hier nur an. So, jetzt müssen wir nur, damit wir das Weiß ausfüllen. Mal gucken. Was ist da? Ich glaube, das hatten wir schon mal. Nee, das war das nicht. Das muss schon blau-grau sein. Das wirkt auf dem Papier sonst komisch. Ja, das hält aber ruhig. Muss immer gucken, dass das dann farblich passt. Und ich nutze jetzt hier blau-graue Töne. Die Seite lassen wir weiß. Damit müssen wir jetzt erstmal einmodellieren. Und so ein bisschen angleichen. It looks like it has the right color. Dann schon das Graffit. Nicht, dass es zu dunkel wird.
Schwarz nochmal. Hier oben müssen wir ein bisschen heller machen. Und das so ein bisschen hell kriegen. Thank you.
Jetzt dürfte man alles gut sehen. Und dann machen wir jetzt die Schnurrhaare. Das muss ich ein bisschen wegtun. Jetzt kann ich keinen Schwung holen. Now we make the whiskers.